Daniel holt jetzt wieder seine Geige. Das bedeutet für uns natürlich ein schönes Stück aus dem Bereich impressionistische Musik. Wir hören wieder Debussy. Aber bevor das passiert, muss ich dem Publikum sagen, vor ein paar Wochen hat Daniel die Stelle bekommen im Jugendsinfonieorchester Hessens. Wirklich. Mit einem Wettbewerb. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Und wir vergessen nicht, er spielt bisschen mehr als 3 Jahre dieses Instrument. Zu dem, was wir jetzt hören, Debussy hat wieder mit einem Gedicht gespielt sozusagen. Diesmal war er so fasziniert von Paul Verlaine Mondschein, dass er, bevor er dieses Stück gespielt hat, hat sogar das Gedicht vertont, was bei solchen Komponisten sehr selten passiert. Wir hören aber das Stück Mondschein und hören auch die Zeilen. Es gibt ganz viele Übersetzungen ins Deutsche von diesem Gedicht von Verlaine. Ich habe mich für Stefan Zweig entschieden. Mondschein, so seltsam scheint mir deine Seele, wie ein Park, durch den ein Zug von Masken flimmert, doch ganz in ihrer lauten Melodie verbirgt nur Schmerz, der durch die Masken schimmert. Von Liebe singen sie, bespöttelt ihr Geschick, doch Mollklang macht das lose Klimpern trüber. Es scheint, sie glauben selbst nicht an ihr Glück, und leise rinnt ihr Lied in Mondschein über. Im Mondschein, der sanft traurig, blass und blank die Vöglein träumen lässt, hoch in den Bäumen, und schluchzend die Fontänen, dass sie schlank und schauernd in die Marmorschalen schäumen. Mondschein, Debussy. Violine, Daniel Sadanowski. Am Klavier, Anna Ratushnikova.